Dieser junge Tierrechtsaktivist hat in Linz ein Schlachthaus betreten. Der ist in diesen grausamen Ort reingegangen, um Zeuge davon zu sein, um zu filmen, zu dokumentieren, wofür du bezahlst, wofür du verantwortlich bist, wenn du nicht vegan lebst. Das sind die Opfer deiner Taten, deines Konsums, wenn du nicht vegan lebst, wenn du dich jedes Mal für ein Stück Fleisch, ein Glas Milch oder ein Stück Käse entscheidest, wenn du dich für einen Burger mit den Leichenteilen von diesen Tieren entscheidest, bist du dafür verantwortlich. Schau genau in die Augen von deinen Opfern. Wie kannst du es rechtfertigen, diese Tiere, die genauso unschuldig wie ein Kind sind, die genau unschuldig wie du und ich sind, wie kannst du es rechtfertigen, sie zu ihrer Hinrichtung zu schicken, grundlos, wenn du vegan leben kannst, wenn du Alternativen im Supermarkt hast, wenn du einfach vollwertige pflanzliche Lebensmittel kaufen kannst, wie rechtfertigst du diesen Holocaust mit diesen Tieren hier, die wie einfach Gefänger so gefangen sind in dieser Schlange, die stehen nacheinander in einer Reihe und warten auf ihre Ermordung. Wie kannst du für sowas verantworten? Stell dir vor, du wärst an der Stelle von diesen Tieren. Würdest du einen Grund finden, warum jemand für deine Ermordung bezahlen sollte, wenn diese Person einfach vegan leben könnte? Nee, es gibt einfach keinen Grund, es gibt keine Rechtfertigung, denn du hast die Wahl, du kannst deine Macht nehmen und sie nutzen, um diese Tiere zu schützen, um sie nicht zu ermorden, um einfach um vegan zu leben.